Ahoi, diesen Nachmittag auf den allerbesten MRM-CD aller Zeiten. Wir erfahren heute nichts über Großrechenanlagen oder Cobol, wie sonst von Hardrock, sondern wir werden uns ganz große Schiffe anschauen, die ganz große Dinge transportieren. Nämlich erhalten wir heute ein paar Einblicke in die Containerlogistik und was Computer eigentlich auf solchen Schiffen machen und wie Dinge von Asien hierher kommen. Dann viel Spaß, Hardrock. Danke. Ja, hallo. Also, worüber spreche ich heute? Also, ich spreche nicht über Docker-Container und auch nicht über solche Container und auch nicht über Videocontainer, wobei dieser Videocontainer ist ein Grenzfall, sondern ich spreche über ISO-Seekontainer, also diese Dinger. Dann erstmal, wo kommt das historisch eigentlich her? Also Besonderheit des Containers ist nicht, dass es ein genormter Behälter ist, denn genormte Behälter hat man eigentlich schon seit Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Die waren dann üblicherweise bewegbar per menschlicher oder tierischer Muskelkraft. Und so ganz grob um 1900 hatten viele verschiedene Leute und Unternehmen das Problem, dass das Umladen zwischen verschiedenen Verkehrsträgern aufwendiger war und damit viel Zeit und Geld gekostet hat, sodass sie unabhängig voneinander überlegt haben, wie sie zwischen Straße und Schiene bzw. zwischen Schiff und Land das Laden beschleunigen könnten. Aber niemand hat das so richtig im Blick, vom Start wirklich bis zum Ziel des Transports die Verladung möglichst zu vereinfachen. Also ein Beispiel, was dann gemacht wurde, war ab 1929 die Firma SeaTrain in den USA, hauptsächlich an der Ostküste, die komplette Eisenbahnwaggons per Kran auf Spezialschiffe verladen hat, sodass dann auf mehreren Decks die Waggons als Transportbehälter genutzt wurden. Ja, und aus diesen Ideen hat sich dann auch der Container entwickelt, die sozusagen Standard-Story ist, dass der Vorunternehmer Malcolm McLean so in den 30er Jahren sich überlegt hat, mit den LKWs die Küste entlang fahren ist eigentlich doof. Ich könnte doch die LKWs auf Schiffe verladen, um dann etwas später auf die Idee zu kommen, naja, eigentlich brauche ich nicht den ganzen LKW, sondern nur den Auflieger. Und dann noch später, eigentlich die Räder brauche ich auch nicht, sondern es reicht der Behälter des Aufliegers. Mehr muss ich eigentlich nicht transportieren. Ja, und der hat dann, heute würde man sagen, Risikokapital eingesammelt und drei alte Tanker umbauen lassen, sodass an der Deck halt so 35 Fuß Behälter gestaut werden konnten. 1956 war die erste Fahrt des Schiffs Ideal X von Newark bei New York nach Houston in Texas. Also der ist dann auch an der Ost- und der Südküste der USA hat das Zeug erstmal transportiert. Und das erste Schiff von Sealand, was nach Europa kam, war die Fairland im Jahr 1966. Die ist dann auch mal in Bremen eingelaufen zum Container umschlagen bzw. ausladen. Aber wie so oft lag ja auch in diesem Fall die Idee eigentlich in der Luft, so dass nicht nur McLean in die Richtung überlegt hat, sondern zum Beispiel auch die Reederei Matson, die einen Frachtdienst zwischen mehreren Häfen an der US-Westküste und Hawaii betrieben hat. Die haben 1953 eine Untersuchung gestartet, wo sie rationalisieren könnten und sind auch schnell darauf gekommen, ja, das Umladen kostet Zeit und Geld.
Und die haben dann ihre aktuellen Transportketten sich angeschaut, auch mit Computerunterstützung für Freunde alter Hardware. Die haben dann auf einer IBM 704 simuliert und haben sich verschiedenste Optimierungsparameter angeschaut, also verschiedene Containergrößen und so weiter. Und das Ergebnis war, für unsere aktuellen Transporte wären optimal 24 Fuß lange Container. Es wäre sinnvoll, wenn die Dinger stapelbar wären, weil es spart Platz in den Häfen. Und es wäre besser, wenn die Kräne an Land stehen, als wenn sie auf dem Schiff montiert sind. Und ein wichtiger Name, der noch erwähnt werden sollte, ist Keith Tentlinger. Der war ursprünglich bei einem Hersteller von LKW-Aufliegern und hat, also dieser Hersteller, Name ist mir gerade entfallen, hat unter anderem dann für Sealand die Behälter gebaut. Dieser Ingenieur ist dann auch zu Sealand gewechselt und im Grunde sämtliche relevanten Entwicklungen für einen Container sind Patente von ihm. Ich dachte jetzt Brown oder so, aber okay. Ja, und dass dann halt bei unterschiedlichsten Unternehmen einen Wildwuchs von solchen größeren Transportbehältern gab, wurde das Ganze irgendwann normiert. Und zwar die ersten ISO-Normen sind dann aus dem Jahr 1968 bis 1970. Da wurden dann halt im Grund die Grundzüge festgelegt, bis hin zu minimale Innenraummaße von den Containern und Eckbefestigungen, wie groß sollen die Dinger sein und so weiter und so fort. Dann, was ist eigentlich ein Container? Ja, ist ja einfach sowas. Wellblechkiste gibt es offenbar in unterschiedlichen Größen. Ja, natürlich, Maße sind sehr genau festgelegt. Die üblichen Größen wären 20 und 40 Fuß und 45 Fuß. Das gibt jeweils die Länge an. Ja, Breite, Höhe gibt es auch schon mal Unterschiede. Ja, minimale Innenmaße. Wer sich schon mit den Maßen von Europaletten auseinandergesetzt hat, dem fällt auf, dass die Innenbreite richtig blöd ist, weil für Europaletten, um zwei Stück nebeneinander quer hinzulegen, wie hier auch diese Bühne, wären 2470 Millimeter notwendig, dass man auch ein bisschen Rangierplatz hat. Geht also ein Standardcontainer mit Europaletten zu beladen, kostet richtig viel Platz, der nicht genutzt werden kann. Aber auch dafür gibt es natürlich Lösungen. Ja. Die Leermasse von so einer Kiste ist logischerweise abhängig von der Länge. So 2 Tonnen bis 4,5 Tonnen. Die Gesamtmasse wird immer mal wieder erhöht für neuere Container. Der aktuelle Wert ist, dass so ein Container bis zu 36 Tonnen wiegen kann. Und relevant ist auch noch die Stapelfestigkeit, wie es auf Deutsch heißt. Sprich, welche Masse kann man auf einen Container noch oben drauf packen? Das ergibt dann einen Stapel von 6 vollbeladenen Container, die man noch oben drauf stellen kann. So minimal. Wobei, also einfach so eine Kiste, damit ist es nicht getan. Ich möchte argumentieren, dass so ziemlich das wichtigste Teil vom Container eigentlich die Eckbeschläge sind oder Corner Casting auf Englisch. Ja, sind aus Stahlguss, wiegen so etwa 11 Kilo und
da ich weder Lust hatte, so um die 100 Euro für einen Stahlklotz auszugeben, noch 11 Kilo hierher zu schleppen, habe ich mal einen 3D-Drucker bemüht. Also ja, das ist in Originalgröße. Bei Herstellern von solchen Corner-Castings findet man auf jeden Fall die technischen Zeichnungen. Bei einem habe ich dann sogar 3D-Daten gefunden. Also, es gibt so standardmäßig vier Typen, jeweils links und rechts und oben und unten unterscheiden sich. Denn die oberen haben dieses schildförmige Loch hier auf der einen Seite, dass man den Container auch noch mit vier Haken an den Kran hängen kann. Und das Relevanteste ist aber eigentlich dieses Langloch, was sich oben bzw. unten befindet. Da greifen dann nämlich die Drehverschlüsse oder Twistlocks ein. Da habe ich keine Druckdaten gefunden, das muss ich selber konstruieren. Also die dann halt reingehen und um 90 Grad sich verdrehen. Und ja, man sieht, das hat durchaus ein bisschen Spiel. Und ja, auf die Drehverschlüsse gehe ich gleich noch etwas näher ein. Ja, also diese Eckbeschläge übertragen dann die gesamten Lasten des Containers. Und insofern, das eigentlich Relevante wäre dann im Grunde nur das rote Gestell, was man hier sieht. Und selbst davon kann man noch Teile weglassen. Also vier Eckpfosten, die jeweils solche Eckbeschläge miteinander verbinden und dann halt von irgendeinem Rahmen auf Abstand gehalten werden. Ja, also der Rest dient eigentlich ja, nur irgendwie zur Aufnahme der Ladung bzw. Wetterschutz der Ladung im Fall von dem Wellblech. Und wer sich gefragt hatte vorhin, dass 40 Fuß und 45 Fuß, das passt doch nicht. Doch, denn hier sind 40 und 45 Fuß Container gemischt gestaut, denn Container, die länger als 40 Fuß sind, die haben dann sozusagen Mittenbeschläge in der Länge von 40 Fuß. Und wie man am rechten Bildrand sieht, auf zwei 20-Fuß-Container kann man dann auch mit 40-Fuß-Containern weiter drauf stapeln. Also das geht, aber das Umgekehrte geht nicht. Ja. Das ist auch so der häufigste Containertyp. Also einfach diese Wellblechkiste, Türen am einen Ende, Eckbeschläge, hat aber halt das Problem, je nach Witterungsbedingungen wird es da drin sehr warm oder sehr kalt. Oder so, dass es als weiteren häufigen Typ noch den Kühlcontainer oder auf Englisch abgekürzt Reefer gibt. Also in diesem Fall 40 Fuß, gut isoliert. Am einen Ende die Türen, am anderen Ende ein Klimaaggregat, was den Innenraum zwischen minus 65 und plus 40 Grad einstellbar halten kann. Und das Ding braucht dafür einfach nur einen Stromanschluss. Die Stromanschlüsse findet man auf Schiffen oder auch an Land. Also hier rechts, das ist dann ein Gerüst, das man auch im Hafen, dass man in einem Kühlcontainer in mehreren Lagen den Strom anschließen kann. Und so ein technisches Detail, die Kühlcontainer sprechen mittlerweile über den Stromanschluss irgendeinen Powerline-Dialekt, sodass sie ihre aktuelle Temperatur mitteilen können. Und man kann wohl mit speziellen Berechtigungen auch die eingestellte Temperatur, also die Solltemperatur, ändern darüber. Ja, dann weiteres Relevantes
ist die Beschriftung. Da hätten wir einmal die Kennnummer des Containers. Das ist die obere Zeile. Beginnt mit einem vierbuchstabigen Code. Die ersten drei Buchstaben geben die Firma an, der der Container gehört. Das vierte ist immer ein U. Und dann kommen sechs Ziffern und eine Prüfziffer. Wenn man irgendwas über diese vier Buchstabenkürzel wissen will oder auch über andere Teile der Beschriftung, kann ich die Seite prefixlist.com empfehlen. Da findet man mehr, als man jemals darüber wissen wollte. Also darunter finden sich dann vier Zeichen, die geben den Typ des Containers an. Also der erste zwei ist, also die Stelle gibt die Länge an, in diesem Fall 20 Fuß. Die zweite Stelle gibt Höhe und Breite an. In diesem Fall wäre das dann ein 8,5 Fuß Container, also normal hoch. Und die letzten beiden Stellen geben den Typ an, in diesem Fall ein General Cargo, also ein allgemeiner Frachtcontainer. Und die obere elfstellige Zahl, die findet sich nicht nur an den Türen, sondern auch auf allen anderen Seitenflächen und oben auf dem Dach. Ja, darunter sind dann Angaben für Maximalgewicht, Leergewicht und Zuladung und das nutzbare Innenvolumen. Und unten in der Ecke gibt es doch dieses silberne Rechteck, das ist dann rechts nochmal vergrößert. Das ist sozusagen das Typenschild des Containers, beziehungsweise irgendwie die TÜV-Plakette. Da stehen auch nochmal die Gewichtsangaben und die Stapelfestigkeit. Und wem gehört das Ding? Wer hat es hergestellt? Aus welchem Material? Wann wird es geprüft? Wann ist es das nächste Mal zu prüfen? Und so weiter und so fort. Ja, und das ist auch so ziemlich alles, was über einen Container unterwegs dann bekannt ist. Das, was außen drauf steht. Also es gibt keinen Halter für irgendwelche Frachtpapiere oder so. Also nähere Informationen hat man dann in Frachtangaben vielleicht. Häufig steht da aber auch einfach nur General Cargo, also irgendwelche Fracht. Ja, üblicherweise wird so ein Container dann beim Absender versiegelt mit einem Bolzensiegel und das ist wörtlich zu nehmen, also das ist dann ein Stahlstab mit irgendwas so 1 bis 2 Zentimetern Durchmesser. Also um so ein Siegel aufzukriegen, braucht man wirklich einen Bolzenschneider. Und das ist sowohl relevant für Versender und Empfänger als auch für den Zoll. Also, dass der Container nicht irgendwie geöffnet wurde. Ja, wie gesagt, über den Inhalt des Containers ist im Grunde nichts bekannt, nicht mal in irgendwelchen Datenbanken. Außer wenn Gefahrgut enthalten ist, das muss bzw. in der Praxis sollte deklariert werden. Also was drin ist und also die Tabelle müsst ihr jetzt nicht genauer lesen können. Das ist nur zur Verdeutlichung, je nachdem, was für Gefahrgut man transportiert. Sind durchaus auch größere Abstandsbeschränkungen einzuhalten. Das kann beim Schiff gehen bis hin zu zwischen zwei unterschiedlichen Typen Gefahrgut muss ein kompletter Laderaum sein, wo halt irgendwas anderes gestaut werden kann. Und als Gefahrgut können auch verschiedene Sachen zählen, an die man nicht so denkt. Also früher, als noch Zelluloid verwendet wurde, waren Tischtennisbälle ein Gefahrgut, weil
leicht brennbar und viel Luft noch dabei. Und was ich selber schon gesehen habe, waren irgendwie 20 Tonnen Feuerlöscher in einem Container. War dann auch Gefahrgut, weil sind ja schließlich Behälter, die unter Druck stehen und damit Probleme machen könnten. Ja, und da ein kurzer Einschub, was wird alles in Containern transportiert? In Kurzform, alles, was reinpasst und wofür es sich nicht lohnt, ein extra Schiff oder ein Spezialschiff zu nutzen. Und um den Platz möglichst effizient auszunutzen, hat sich auch eine größere Industrie an Zulieferern gebildet. Da gibt es dann durchaus sowas wie Kleiderstangen, die man in den Container hängen kann, dass man Kleidung hängend transportieren kann. Also höherwertige Kleidung, die man nicht verknicken sollte. Oder spezielle Einsätze, dass man PKWs auch übereinander im Container stapeln kann. Und natürlich hat sich dann auch die Beschränkung der Containergrößen durchaus in die Produktentwicklung bewegt. Ein schönes Beispiel, was mir da erst kürzlich untergekommen ist, die Ruderachter sind ja ziemlich lang. Dementsprechend müssen sie laut den Regularien des Sports einen teilbaren Rumpf haben und das längere Rumpfteil darf höchstens so lang sein, dass es noch mit etwas Platz in einen 40-Fuß-Container passt. Ja, dann, was macht man, wenn die Ladung gerade so nicht in einen Container passt? Auch dafür gibt es Lösungen. Wie gesagt, ich hatte ja diesen Rahmen vorhin gezeigt. Also man kann verschiedenste Teile des Containers weglassen, zum Beispiel das Dach, um diese Reifen, die irgendwas zwischen 3 und 4 Meter Durchmesser haben, auch mit dem Container zu transportieren. Oder wenn es dann noch größer wird, dann gibt es diese Container, heißen in der Fachsprache Flats, also das linke Fahrzeug, das sind 2 20-Fuß-Flats mit aufgeklappten Endwänden. Auf dem rechten sind 40 und 45-Fuß-Flats zusammengeklappt. Das hat einen Vorteil, dass man halt mehrere Flats miteinander verbinden kann und sie dann als ein Ladungsstück transportieren kann. Ja, und das ist dann halt für Gegenstände, die zu breit sind, zu hoch sind, zu lang sind, die muss man dann halt irgendwie am Flat sichern und diese Flats dürfen auch dann stärker belastet werden als normale Container. Ja, irgendwie bis zu 50 Tonnen pro Flat geht dann. Oder hier ein anderes Beispiel, ein kurzer Reisebus auf einem 40-Fuß-Flat. Den bitte im Kopf behalten, der dient nachher noch als Größenvergleich zu so einem Schiff. Oder was dann in extremen Fällen auch geht, dass man auf Containerstapeln mit mehreren Flats einen Laderaum, also einen Ladeboden bildet, um in diesem Fall diese Gleisarbeitsmaschinen transportieren zu können. Ja, dann zur Schiffsgröße. Also links die Größenentwicklung von Schiffen. Rechts ein Vergleich der Ever Given, die zu den größten Containerschiffen zählt, mit dem Hallenbau A, in dem die GPN stattfindet, also Z-Game-Gebäude. Wenn ihr es nicht seht, schiebt das Schiff mal zur Seite. Ja, die größten Containerschiffe
Das sind eine ganze Ecke länger als dieses Gebäude, ungefähr gleich breit und allein der Rumpf ist ungefähr gleich hoch. Beziehungsweise die Decksladung kann dann auch nochmal die Gebäudehöhe erreichen. Ja, ich hatte mich etwas gewundert, dass die Länge der Containerschiffe bei so ganz knapp unter 400 Metern zu stagnieren scheint, obwohl das nicht mit irgendeinem Kanal oder so in Zusammenhang steht. Ja, ein Freund hat dann einfach mal bei Reedereien nachgefragt. Ergebnis, ja, es ist schlichtweg eine Beschränkung in gesetzlichen Regelungen. Also wenn Containerschiffe mit mehr als 400 Metern Länge mal erlaubt sein sollten, dann haben die Reedereien und die Werften schon entsprechende Pläne in der Schublade. Also, ja, die Größe von so Schiffen, 400 Meter lang, 59 bzw. 61 Meter breit. Die kommen dann auf 12 Container Höhe unter Deck und 13 nochmal auf Deck, in der Breite bis zu 24 Containern. Und ja, 24 Laderäume in der Länge. Und die Angaben, da kann man aber schon daraus erkennen, das geht natürlich nicht, wenn sämtliche Container mit Maximalgewicht beladen sind, sondern die oberen sind dann im Grunde leer oder fast leer. Ja, ein Beispiel für so ein Schiff, was mir dann selber mal begegnet ist, die One Truth, also 400 Meter lang, 59 breit, mehr als 20 Fuß-Container könnte man draufladen, oder für 40 Fuß-Container, also TEU ist 20 Foot Equivalent Unit, also 20 Fuß-Container. Ein 40-Fuß-Container und auch ein 45-Fuß-Container wird mit 2 TEU gerechnet. Ja, von dem Schiff habe ich mir dann nochmal die Route angeschaut. Also das wäre dann so ein Schiff, was, wie im Untertitel angekündigt, das Zeug aus Asien hierher schafft. Wenn man sieht, 6 Häfen in Asien, 6 Häfen in Afrika bzw. Nordeuropa und die Umlaufzeit sind 15 Wochen. Das heißt, auf dieser Linie sind dann 15 Schiffe unterwegs. Die fahren nämlich so im Wochentakt, sodass ja, immer am gleichen Wochentag ein Schiff der gleichen Linie und Größe in einem Hafen anlegt. Und die legen dann auch noch an einem Terminal an im Hafen und wer irgendwelche Container mit denen austauschen will, muss zu diesem Terminal kommen. Also die rangieren dann nicht mehr im Hafen rum. Ja, dann ein kleineres Schiff, was mir auch begegnet ist, die Sophia Express mit nur 335 Metern und knapp 9000 TEU. Da findet ihr übrigens den Bus wieder von vorhin. Oh, wer es noch nicht gesehen hat, da ist er. Ja, auch das Schiff, also auch Schiffe dieser Größe, können logischerweise nicht in jeden Hafen, beziehungsweise wird sich nicht rentieren wegen nur einer Handvoll Container mit so großen Schiffen Häfen abzuklappern, sodass es dann noch Feeder gibt. Das sind verschiedenste, unterschiedlich große Schiffe, also 100 bis 170 Meter Länge und so bis 1200 TEU. Die fahren dann üblicherweise Runden von so 1 bis 2 Wochen Länge. Und zumindest früher waren die dann auch so getimt, dass sie auf die entsprechenden großen Schiffe getimt waren.
als Beispiel verhelfen für solche Fieder. Hätten wir einmal Stockholm. Ja, das ist der komplette Containerhafen von Stockholm, also zwei kleinere Containerkräne. Oder der Hafen Höxet von Gemnes. Ja, das ist der komplette Hafen. Also, wie man sieht, keine Kräne. Das heißt, da braucht man dann ein Schiff, was eigene Kräne hat, um einen Container umladen zu können. Und natürlich da nicht alle Container irgendwo an die Küste sollen. Da hätten wir dann Binnenschiffe wie großes Rheinschiff Typ 5A. Das kann dann noch 200 TEU laden. Oder natürlich mit auf Züge und LKWs und so weiter. Ja, die Container stellt man dann aber natürlich nicht einfach nur so auf ein Schiff, sondern da würden sie recht schnell verrutschen, sondern zur Befestigung der Container untereinander gibt es die sogenannten Twistlocks. Also wieder dieses Prinzip her, aber dann Zapfen auf beiden Seiten. Und die gibt es mit unterschiedlicher Automatisierung. Sprich, dass sie dann kurz lösen, wenn der obere Container draufgestellt wird, dann wieder verriegeln und manuell entriegelt werden müssen. Das ist so eigentlich eine übliche Variante mittlerweile. Früher musste man die per Hand von oben in den unteren Container einsetzen, mit solchen Container, also mit solchen Arbeitsbühnen. Aus Sicherheitsgründen sind es mittlerweile Twistlocks, die man von unten an Containerkran in den Container einsetzen kann und die dann beim Aufsetzen auf den unteren Container verriegeln. Damit haben wir den Container untereinander verbunden, aber auch das reicht noch nicht, sodass man zumindest einen Teil der Container und die unteren Lagen an Deck mit solchen Laststangen sichert, hauptsächlich gegen den Winddruck. Auch da sind wir wieder bei so 2 cm Durchmesser der Stahlstange und das kann 3 Lagen Also 3 Containerlagen können damit gesichert werden. Die oberen Lagen sind dann nur mit Twistlocks gesichert. Unter Deck bzw. auch an Deck, wenn man höher stapeln will, hat man die Cell Guides, also solche senkrechten Führungsschienen, die dann die seitliche Bewegung der Container verhindern. Gleichzeitig kann man damit mit den Laststangen weiter oben noch an die Container ran. Und hier sieht man auch in der Mitte so diese 3 schmalen roten Kästen. Das sind dann die Stromanschlüsse für Kühlcontainer. Ja, eine Erfindung von Herrn Tantlinger war der Container Spreader, der an Containerkränen noch üblich ist. So ein Rahmen in der Länge verstellbar, an den 4 Ecken auch wieder solche Drehverschlüsse, um damit eine Container einfacher nehmen und anheben zu können. Auch die gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Und das linke ist eine Variante, die man an einen sozusagen normalen Kran hängen kann, also mit einem Kranhaken. So dass man auch mit solchen Kränen, also mit den bordeigenen Kränen oder mit universell einsetzbaren Kränen an Land Container umschlagen kann. Das Übliche in größeren Häfen ist aber die sogenannte Containerbrücke, wo dann so ein Spreader an einer Laufkatze hängt. Und das ist dann auch etwas, was noch nicht automatisiert werden konnte. Also schiffsseitig bedient die Dinger immer ein Mensch, der dann einen Arbeitsplatz mit durchaus hübscher Aussicht hat. Also auf dem linken Bild sieht man ganz oben die Kabine des Kranführers.
Und auf dem rechten Bild kann man sich vorstellen, mit größeren Schiffen müssen natürlich auch diese Kräne mitwachsen, dass sie halt über die Ladung kommen können und die gesamte Schiffsbreite abdecken können. Ja, um Container dann im Terminal zu handeln, auch da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da wären einmal die Reach Stacker. Diese Fahrzeuge gibt es auch als Gabelstapler, aber man kann natürlich auch vorne einen Spreader dran befestigen mit verschiedenen Freiheitsgraden. Die Fahrzeuge sind begrenzt geländegängig und können durch den Teleskoparm durchaus auf fünf Ebenen oder so die Container hochstapeln. In älteren Terminals findet man auch die Straddle Carrier oder Portalhubwagen. Sitzt auch ein Fahrer drin. Die können dann über Container rein drüber fahren oder auch über LKW-Auflieger und da direkt einen Container absetzen oder aufnehmen. Und je nach Bauform können sie bis zu vier oder ich glaube fünf Ebenen hochstapeln. In den modernsten Container-Terminals hat man aber solche automatischen Transporter. Die ja, computergesteuert auf festen Strecken fahren und die Container hin und her bewegen. Und hier nochmal das Gesamtbild, links der Containerkran. Und diese modernen Containerkräne haben dann auch so eine Brücke, also so eine Plattform eher, wo zwei Container abgestellt werden können und dort werden die dann von einem auch computergesteuerten Portalkran genommen, um sie auf diese automatischen Transporter zu setzen. Und die automatischen Transporter fahren die Container dann zwischen dem Containerkran und diesen Portalkränen, die man im Hintergrund sieht, hin und her. Und diese Portalkräne sind dann das Containerlager an dem Terminal, also auf der einen Seite ist es dann seeseitig und auf der anderen Seite sind die Lade- und Entladestellen für LKWs. Und auch diese Containerkräne sind dann vollautomatisiert und sorgen dann dafür, dass möglichst Leerfahrten der Kräne vermieden werden und die Container dann, wenn sie gebraucht werden, am richtigen Ende dieses Lagers angekommen sind. Trotz dieser weitgehenden und immer weiter wachsenden Automatisierung ist es aber so, dass sich noch kein maschinenlesbares System bei der Containerbeschriftung irgendwie durchsetzen konnte. Der Stand der Technik ist wohl wirklich gute Beleuchtung, Kameras und Texterkennung, um dann die Containernummer lesen zu können. Ja, natürlich hat auch der Containertransport gewisse Probleme. Also, wenn man sich wohl vorstellen kann, früher bei der Stückgutverladung waren sowohl die Hafenarbeiter als auch erst recht die Schiffsbesatzung daran interessiert, dass die Ladung gut verstaut und gesichert wird. Denn der einen musste mit dem Schiff ja noch fahren und die anderen wussten dann spätestens beim Ausladen, wird es blöd, wenn sich die Ladung verschoben hat und so weiter. Und sie haben es vermutlich dann auch von der Schiffsbesatzung im Zweifelsfall recht handfest erklärt bekommen, wenn die Ladungssicherung nicht ausreichend war. Jetzt hat man aber Leute, die durchaus hunderte Kilometer von der Küste entfernt sind und dann einen Container packen. Und wenn die Tür zu ist, sieht man ja nicht mehr, wie das Zeug verladen ist. Und die unter Umständen nicht an die Belastung des Seetransports denken. Das Beispiel kann dann so aussehen. Hier zwei große Granitblöcke, die offensichtlich ungenügend gesichert waren und dann
hin und her gekippt sind. Und natürlich hat man auf dem Seetransport so eine Belastung nicht einmal, sondern unter Umständen viele tausendmal. Ja, also der Container ist ziemlich sicher ein Fall für einen Schrottplatz. Und hier hatte man aber noch Glück, dass die Ladung wenigstens im Container geblieben ist, aber den Container verbeult hat. Also man findet durchaus auch Bilder, dass die Ladung auf dem Schiff dann den Container seitlich verlassen hat. Und dann, wenn er an die Schiffsgrößen denkt, durchaus auch aus 20 Metern oder so irgendwo runterfallen konnte und andere Container beschädigen oder zerstören. Und was findet sich natürlich unter den Laderäumen? Unter anderem die Tanks. Also schlecht gesicherte Ladung kann damit nicht nur sich selbst und andere Ladungen, sondern sogar das gesamte Schiff gefährden. Und natürlich auch die Leute, die die Ladung dann wieder aus dem Schiff holen müssen. Ja, und schlecht gesicherte Ladung oder beschädigte Container, denen man es nicht angesehen hat, oder auch Wind- und Seegang kann dann oder führt regelmäßig zu Containerverlusten. Das war ein extremes Beispiel, die One Apus, der hat im November 2020 über 1800 Container verloren, also mehr als 10% der Maximalkapazität. Ja, das war aber irgendwie Sturm und schwerer Seegang. Und wie man sieht, auch bei vielen der umgekippten Stapel haben aber die Twistlocks offenbar noch gehalten, obwohl sie mit Sicherheit dann mehr belastet waren, als sie es eigentlich aushalten sollten. Ja, und bei sowas hat man dann natürlich auch Spaß, das zu entladen. Also vorhin habt ihr gesehen, auch große Schiffe liegen in einem Hafen nicht länger als 3-4 Tage. Da habe ich dann gefunden, dass die mehr als einen Monat im Hafen lag und die Container einzeln mit Kränen abgehoben werden mussten. Nachdem man sich angeschaut hat, kann ich diesen Container eigentlich so anheben oder muss ich den noch sichern? Ja, wie gestern schon im Quietscheenten-Talk angesprochen, wer sich teilweise über solche Containerverluste freut, sind Strömungsforscher, die dadurch nämlich immer mal wieder Driftkörper bekommen in größerer Zahl, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Sie kriegen von Reedereien dann auch die exakte Position, wo die Container verlustig gegangen sind, häufig aber unter der Bedingung, dass sie dann nicht weiter verbreiten, welches Schiff und welche Reederei das war. Also neben den Plastik-Badetieren sind bekannte Beispiele auch eine Turnschuhflotte, die es dann mal gab, Eishockeyhandschuhe oder mehrere Container mit Lego-Sets, wo man dann die Teile immer mal wieder noch am Strand findet. Ja, damit bin ich durch. Also weitere Informationen findet man einmal auf den Seiten von Containerreedereien, die natürlich ein Interesse daran haben, dass ihre Kunden sich möglichst schon vorher informieren, was man vielleicht wie verladen könnte. Was mich etwas überrascht hat, war die Seite des Transportinformationsservice der deutschen Versicherungswirtschaft. Das ist die TIS-GDV-Seite, aber auch klar, weniger beschädigte Ladung unter Transportgeräte ist günstiger für die Versicherungen. Und wer sich für Ladungssicherung interessiert, kann auf der Seite auch nach dem Foto des Monats schauen. Ist ein umfangreiches Archiv von, wie findet man Zeug verladen in der Praxis und wie hätte man diese Ladung eigentlich richtig sichern sollten können.
Okay. Gibt's Fragen? Ja. Erst einmal vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag und ja, leinenlos für die Fragen. Ja, warum heißt es eigentlich, wenn man die Fracht von einem Schiff runterbringt, dass man die Ladung löscht? Weil mit Löschen verbinde ich ja eher was anderes. Ja. Das, muss ich sagen, weiß ich leider nicht, woher dieser Begriff kommt. Ich kann nur sagen, dass das Schiff beladen, dass sich das auch abladen nennt, weil das Schiff ja damit nach unten geht, logischerweise. So, da hinten habe ich noch eine Frage gesehen. Der Häuser ist ein bisschen groß, da darf ich ein bisschen laufen. Mal so als Frage, was kostet eigentlich so ein General Freight 20 Fuß oder 40 Fuß Container, also wer mal einen braucht? Die Container sind erstaunlich günstig, also da liegt man dann irgendwie im vierstelligen Bereich für so einen 20 Fuß Container, so Blechkiste im Neuzustand, also irgendwie ein paar tausend. Kühlcontainer sind natürlich ein bisschen teurer. Wie viele Umläufe macht denn so ein Container mit, bevor er feststellt, so upsie, knack? Darüber habe ich jetzt keine Zahl gefunden, aber so ein Container kann durchaus einige Jahre lang halten. Kommt natürlich auch darauf an, wie er behandelt wird. Also so ein General-Purpose-Container, in dem man regelmäßig Steinplatten reinwirft oder Stahlteile oder so, hält vermutlich eher nicht so lange. Und auch im Hafen können die durchaus am Kran ziemliche Schläge abbekommen. Aber genaue Zahlumläufe kann ich nicht sagen. Dann nochmal aus seefahrtstechnischer Sicht die Frage, wenn ich jetzt so ein Feuer ist ja auf dem Schiff ein Riesenrisiko, gibt es da eigentlich sinnvolle Löschkonzepte, außer kühlen, weil wenn ich zu viel Wasser drauf gebe, dann geht das ganze Ding ja down. Ja, das, wenn so Gefahrgutladung dann mal ein Problem macht, ja, dann wird es schwierig, also ja, Wasser draufkippen, sofern man drankommt. Also, das wird schwierig, so wie die Container gestaut sind. Also, dass Wasser drin ist, das wäre jetzt nicht so das Problem. Dafür hat man Lenzpumpen. Aber ja, das kann dann durchaus sein, dass halt so nach und nach die Container in einem kompletten Laderaum abbrennen. Also, sowas kommt durchaus vor, dass dann halt auch andere Container noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Gibt es irgendwelche interessanten Entwicklungen, was Digitalisierung von den Container-Labels angeht, also mit RFID oder sonst was, oder ist das schwieriger? Digitalisierung von den Containern oder was? Da, wo du meintest, dass man OCR und gute Belichtung und sonst was nutzt. Ja, also es gab irgendwie schon mehrere Ansätze wohl, um irgendwelche sinnvoller maschinenlesbaren Codes für die Container zu entwickeln, aber es gibt irgendwie noch nichts, was sich durchgesetzt hat und was groß standardisiert wäre oder so. Was teilweise aber passiert ist, dass irgendwelche Tracking-Sender an den Container angebracht werden oder eingebaut werden. Also sowas wird teilweise gemacht. Dann noch eine ganz kurze letzte Frage. Spring ich schnell. Oh,
Du hattest vorhin auf einer Folie auch die verschiedenen Twist-Docks drin. Du hattest da ja auch gezeigt, dass es ja vollautomatische gibt. Wie funktioniert es mit denen? Sind die dann irgendwie auch digitalisiert oder funktioniert es irgendwie mechanisch? Also ich habe zumindest 3D-Modelle von irgendwelchen digital ansteuerbaren irgendwie mit einem Motor gefunden und diese vollautomatischen, die ich da auf der Folie hatte, das ist aber einfach eine Konstruktion. Wenn man kräftig genug dran zieht, geht es wieder auf. Also, wobei dieses Twistlock dann nicht erkennen kann, zieht da jetzt eine Containerbrücke am Container oder wird er einfach entsprechend nach oben beschleunigt. Ja, dann an der Stelle ist die Zeit leider schon vorbei. Herzlichen Dank für eure Fragen. Ich glaube, man kann dich auf dem Event auch noch ansprechen für weitere Fragen. Genau, man kann mich auf meinem Event ansprechen und wer sich die Container-Ecke aus der Nähe anschauen will, kann auch gerne dann noch hervorkommen. Ja, und ansonsten gibt es ja auch noch dieses Chaos Social und Mastodon und Fediverse. Genau, vielen herzlichen Dank und viel Spaß auf den allerbesten MRMCD aller Zeiten weiterhin.